Ja, Maria, das war jetzt so mein Angebot, was ich dazu sagen kann. Barbara Wimmer hat zu Hause in Waakirchen ihre Taschen und andere Accessoires mit Verzierungen aus Mieder aufgebaut, um sie einer möglichen Kundin vorzuführen. Man kann den kann man jetzt selbst zum Mieder mitnehmen, die auch bei uns. Alle Taschen sind nur Modelle. Maria Meier könnte sich die Ausstattung ihres eigenen Exemplars selbst zusammenstellen. Momentan kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden, für was direkt. Müsste ich mich jetzt noch mal mit meiner Tochter beraten, weil die mich jetzt dann wahrscheinlich auch mal haben oder ausleihen. Und dann würde ich mir so eine nehmen, die ich wirklich immer hernehmen kann. Und wenn ich schon die Möglichkeit habe, dass ich mir meine eigene Tasche kreieren kann, dann muss ich das auch ausnutzen. Und sowas kann man eigentlich nicht so innerhalb 5 Minuten entscheiden. Die Herstellung eines Mieders ist aufwendig. Viele Arbeitsschritte sind nötig. Das braucht Zeit. Barbara Wimmer arbeitet hauptsächlich als Schulsekretärin. Die Schneiderei war immer ihr Hobby. Die Idee für die Miedertaschen entstand 2010, als sie ein Geburtstagsgeschenk für ihre Schwester suchte. Dann ist mir wirklich bei der Nacht einmal eingefallen, nachdem ich also von einer alten Schneiderin vor ca. 35 Jahren das Miedermacher gelernt habe, ist mir eben eingefallen, dass ich vielleicht einmal mit der Technik eine Handtaschen probieren könnte. Jetzt steht Barbara Wimmer die schwierigste Arbeit bevor: das Absteppen des selbst entwickelten Musters. Die Abstände müssen also ganz genau stimmen. Und man kann eben bei der Atlasseide unwahrscheinlich schlecht auftrennen, weil man also die kleine Lehl dann von der Nadel sieht. Also muss man ganz exakt steppen. Also jetzt Konzentration. Zwischen den Nähten entstehen kleine Taschen, die später gefüllt werden. Geschafft. Barbara Wimmer ist zufrieden. Als nächstes braucht sie viel Geduld. Durch vorgebohrte Löcher steckt sie Reiskörner in die kleinen Stoffspalten. So entsteht ein Miedereinsatz für eine Ledertasche. Außerdem verwendet sie Pettigrohr von Rattanpalmen und schafft so ein einzigartiges Muster. Den fertigen Miedereinsatz bringt Barbara Wimmer nach München zum Teschner. Den hat sie auf einem Markt kennengelernt. Auch Ulrich König legt Wert auf hohe Qualität. Uli, ich bring dir jetzt das Miederteil für die antikfarbene Umschlagtasche. Super. Und dein sehnsüchtig auf die Tasche. Ja. Die Tasche ist fertig. Oh, du, die ist ja super geworden. Wir brauchen ja nicht viel über die Modelle reden oder irgendwas, weil ich glaube, wir haben ziemlich, was das jetzt anbelangt, den gleichen Geschmack. Und ja, es passt. Der Lederuli, wie ihn alle nennen, fertigt in 5 Arbeitsstunden die passende Tasche zum Miedereinsatz. Auch hier ist alles reine Handarbeit. Die Miederecke soll sich perfekt ins Rindsleder einfügen. Nach dem Vorstechen geht es ans Nähpferd. Auch Ulrich König findet, dass die Taschen etwas Besonderes sind. Ich meine, das ist schon uralt, dass man Stoff und Leder zusammenbringt, aber das sind dann meistens derbere Stoffe. Und aber das ist doch äußerst fein. Ich muss auch sehr aufpassen, wenn ich da mit den Fingern drauf fahre, dass da ja keine Flecken passieren. Zurück bei der Miedermacherin in Waakirchen. Kundin Christine Hampel kann es gar nicht erwarten, bis sie ihre eigene Tasche in den Händen hält. Christine, schau, jetzt habe ich dein Prachtstück. Oh, mein, ist die schön? Oh, das ist die allerschönste. Schau her, innen, so wie es das du gewünscht hast, ja, haben wir es mit grüner Leder gemacht. Ah, ja, genau. Mit dem selbst entworfenen silbernen Monogramm ist die Tasche unverwechselbar. Also sie sticht einem sofort ins Auge und man merkt, das ist jetzt nicht irgendwie so schnell gemacht, sondern da sind wirklich Profis am Werk. Und dann gibt man auch gerne mal ein bisschen mehr aus. Und so eine Tasche ist eigentlich auch was zum Vererben. Also ich wünsche dir ganz viel Freude. Ihre individuelle Miedertasche ist der Kundin der Preis von 1.400 Euro wert. Ja, es ist jetzt wirklich so geworden, wie sie sich das eingebaut hat. Und ich will einfach glückliche Kundschaften. Und das ist mir ganz wichtig. Jede begeisterte Kundin spornt Barbara Wimmer weiter an, ihre Ideen zur Kombination von Mieder, Stoff und Leder aufs Neue zu verwirklichen. Und wer weiß, vielleicht setzt die Waakirchnerin ja damit neue Trends für die Tracht.